In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Mitglieder in Ihre Organisation einladen und eine entsprechende Rolle zuweisen. Bitte loggen Sie sich hierfür mit Ihrer Organisation in der hohen Vertrauensstufe in Portia ein, hier im Beispiel als Max Mustermann. Gehen Sie von der Startseite oben rechts in Ihr Organisationskonto, wo Ihnen alle Organisationsdaten angezeigt werden. Klicken Sie bitte unterhalb der Informationen auf den Button Mitglieder verwalten. Sie befinden sich nun in Ihrer Organisationsübersicht. Auf der linken Seite sehen Sie, wie viele Mitglieder den jeweiligen Rollen zugeteilt sind. Aktuell sind Sie das einzige Mitglied und automatisch als Antragsteller, Antragstellerin eingeteilt. Sie finden in der Organisationsübersicht auch eine kurze Erklärung über die unterschiedlichen Rechte und Funktionen für die Mitglieder in einer Organisation. Wenn Sie sich entschieden haben, welche Rolle das künftige Mitglied übernehmen soll, dann klicken Sie bitte links unter der Übersicht auf das blaue Feld Mitglied hinzufügen. Es öffnet sich nun ein zusätzliches Fenster, in dem Sie bitte die E-Mail-Adresse des künftigen Mitglieds und dessen Rolle eintragen. Anschließend wählen Sie den Button Mitglied einladen. Ihre Anfrage wird daraufhin übermittelt und als Einladender sehen Sie eine Einladungs-PIN. Diese ist wichtig für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bitte notieren Sie sich den PIN und teilen diesen dem künftigen Mitglied mit. Bitte beachten Sie, dass diese Einladungsdaten nur 24 Stunden gültig sind. Das künftige Mitglied erhält einen Einladungscode per E-Mail vom Portia Agrarmasterportal Thüringen. Das neue Mitglied, hier Eva Musterfrau, loggt sich nun in Portia ein und wählt im Dialog die Auswahl Einladung annehmen. Dort werden der Einladungscode aus der E-Mail und der übermittelte PIN abgefragt. Anschließend noch den Button Einladung annehmen auswählen. Nachdem die Daten erfolgreich eingegeben wurden, ist Eva Musterfrau im Auftrag der Organisation Muster GmbH und Co. KG in Portia angemeldet. In der Organisationsübersicht von Max Mustermann wird Eva Musterfrau als Bearbeiterin aufgelistet. Eine Änderung der Rolle oder die generelle Mitgliedschaft können jederzeit vom Antragsteller oder Bevollmächtigten abhängig von der jeweiligen Vertrauensstufe vorgenommen werden. Das Löschen von Mitgliedern kann nur vom Antragsteller oder Bevollmächtigten durchgeführt werden. Klicken Sie hierzu in der Mitgliederverwaltung auf die drei Punkte rechts neben dem jeweiligen Mitglied und wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Falls Sie rund um das Thema Portia noch Fragen haben, stehen wir Ihnen mit unserem Portia Support Team im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum, kurz TLLLR, gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns über die Hotline 0361 5740 13333 sowie per E-Mail unter portia.post@tllr.thüringen.de.